Guten Morgen, Morgen. Was macht ihr? Wir haben noch einen Urlaubsort gesucht, aber noch nichts gefunden. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 7 Uhr. Ich muss los zum Dienst. Wir suchen noch nach dem Urlaubsort. Die anderen kommen ja auch bald. Tschüss, Papa. Das Frühstück war lecker. Das stimmt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu den anderen. Warum? Wir planen unseren Urlaub. Wir gemeinsam mit den anderen in den Urlaub. Darf ich hier bleiben? Du gehst mit? Daniel, hast du keine Lust auf Urlaub? Nein, hab ich nicht. Dann bleibt er eben da. Rede mal mit ihm. Wir gehen mal zu den anderen. Guten Morgen, Entschuldigung zur Verspätung. Guten Morgen. Bitte beim nächsten Mal rechtzeitig kommen. Selbstverständlich. Hallo Paul. Hi. Du schaust gestresst aus. Das bin ich auch. Wir haben zu Hause den Urlaub geplant. Und wohin geht's? Das wissen wir noch nicht. Aber dieses Mal gehe ich mit. Ja, darfst du. Mal schauen, ob die anderen was finden, wo wir in den Urlaub machen. Paul, Felix, könnt ihr auf Streife gehen? Ja, Chef. Emma ist wach geworden. Wir haben noch nichts gefunden. Das macht nichts. Hallo. Hallo, hallo ihr drei, setzt euch. Und schon was gefunden? Noch nicht. Wo sind denn die anderen zwei? Daniel bockt und Benedikt will ihn mit ihm reden. Warum denn? Daniel will irgendwie nicht mit in den Urlaub. Schade. Wo ist denn Paul? Er ist auf der Arbeit. Ach so, er kommt später. Lass mich in Ruhe. Was ist los? Ich will nicht mit in den Urlaub. Warum denn? Weil ich keinen Urlaub mag. Aber wir wissen noch nicht, wo wir hinfahren. Es wird schön, glaub's mir. Na gut, dann komm ich mit. Komm, wir gehen zu den anderen. Gott sei Dank haben wir bald Feierabend. Ja, und dann zu dir. Komm, auf zur Wache!
Lasst uns zu den anderen gehen. Ja. Immer noch nichts gefunden. Echt? Oh Mann! Wohin wollt ihr eigentlich hinfahren? Keine Ahnung. Hallo, Entschuldigung zur Verspätung. Das macht nichts. Hallo, ihr beide. Wir mussten noch was klären. Wohin fahren wir denn? Das wissen wir noch nicht, Papa. Setzt euch. Ich habe eine Idee, wo wir hinfahren können. Wir haben doch das alte Wohnmobil. Wir fahren ins Gebirge. Gute Idee! Dann fahren wir zum Campen ins Gebirge. Au ja! Gemacht für heute. Einen schönen Feierabend. Dürfen wir gehen? Und euch einen schönen Urlaub. Danke! Hallo zusammen! Hallo! Hallo, wir wissen, wo wir hingehen. Wohin? Ins Gebirge mit dem Wohnmobil. Okay. Und Daniel hat die Idee gehabt. Ich war auch mit. Papa. Dann fahren wir morgen los. Ich freue mich. Ich mich auch.